Hallo und Servus aus Niederösterreich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute habe ich wieder ein Rasseporträt für euch zu einer von euren Lieblingsrassen und zwar zum Bielefelder Kennhuhn und ich bin dafür wieder zu Gast beim Hühnerzüchter Johannes Janus. Johannes, danke, dass ich da sein darf. Du züchtest Bielefelder Kennhühner schon seit ein paar Jahren sehr erfolgreich. Ja, das stimmt. Was kannst du so sagen, was ist denn so der große Vorzug dieser Rasse? Also der große Vorzug ist natürlich als erstes die Kennfarbigkeit. Man erkennt ab dem ersten Tag schon das Geschlecht der Küken. Außerdem legen sie sehr viele Eier und die sind relativ groß, also ein typisch großes Speiseei. Und ich habe mal gesehen, die haben manchmal auch so Sprenkerle drauf, die Eier, gell? Ja, genau. Haben aber nicht alle, oder? Nicht alle, aber schon die meisten. Ja. Das Bielefelder Kennhuhn ist ein Kind der 70er Jahre. In den 70er Jahren hat es ein Züchter aus Bielefeld in Deutschland entwickelt. Die Anerkennung folgte dann um 1980 herum, die Rasse ist also noch keine 40 Jahre alt. Das Bielefelder Kennhuhn ist somit die jüngste Rasse, die ich euch bisher bei Happy Huhn in einem eigenen Rasseporträt vorgestellt habe. Ich muss ja immer lachen, ihr habt euch das Bielefelder Kennhuhn ganz oft in den Kommentaren gewünscht und da war immer jemand dabei, der hat dann zu diesen Leuten geschrieben, hey Bielefeld, gibt es ja gar nicht. Ja, also Bielefeld gibt es schon. Ich war sogar vor 2 Jahren mal dort, habe aber Lakenfelder gefilmt in der Nähe. Also nicht wegen Bielefelder Kennhühnern. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Rasse in Bielefeld stärker gezüchtet wird als in anderen Städten oder anderen Landkreisen oder was weiß ich in Deutschland. Die wurde einfach deswegen Bielefelder Kennhuhn genannt, weil der Erzüchter da herkam und der wollte die Rasse eigentlich als deutsches Kennhuhn bezeichnen und man hat ihm dann nahegelegt, es in Bielefelder umzuwandeln, damit das Ganze einen regionalen Touch hat. Der Erfolg gibt dem Ganzen natürlich recht. Bielefelder sind mittlerweile auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes eine bekannte und beliebte Rasse. Sie sind in fast allen meinen englischsprachigen Hühnerbüchern drin und besonders die Amerikaner erfreuen sich sehr an ihren Bielefelder Chickens. Die Rasse ist recht wirtschaftlich, weil unter anderem in ihren Vorfahren Mechelner, Barred Rocks und Welsuma stecken. Und naja, jetzt wissen wir mal, warum sie Bielefelder heißt, aber was das Kennhuhn, also das Kennfarbige genau bedeutet, das soll uns jetzt wieder der Johannes erzählen. Ja, also beim Bielefelder Kennhuhn erkennt man ab dem ersten Tag schon das Geschlecht. Die Hähne sind deutlich heller als die Hennen und die Hähne haben auch noch den bekannten Sperberfleck. Deswegen sind die kennfarbig. Die Hennen haben auch noch den dunklen Streifen und zudem allgemein eher dunkler als die Hähne. Verstanden, also hier könnt ihr es nochmal üben. Die Hahnenküken sind wirklich deutlich heller als die Hennen. Hier jetzt auch nochmal im Vordergrund ein recht dunkler Hahn, der aber deutlich den Sperberfleck auf dem Kopf hat. Viele Züchter können eigentlich bei den Bielefeldern hundertprozentig genau das Geschlecht erkennen und das schon am ersten Tag. Diese Küken sind jetzt bereits ein paar Tage alt, da sprießen auch schon die ersten gesperberten Federchen. Johannes hatte bei meinem Besuch aber auch schon größere, halbwüchsige Jungtiere herumlaufen. Hier widmen sich die Jungtiere gerade der täglichen Gefiederpflege, indem sie ein kräftiges Staubbad in der Erde nehmen. In der erdigen Umgebung kann man gut erkennen, wie gut die Bielefelder eigentlich wirklich getarnt sind mit ihrer Kennfarbigkeit. Gerade Greifvögel schnappen sich gerne mal halbwüchsige Tiere und schon die halbwüchsigen Bielefelder haben die ideale Tarnkleidung für das Freigelände. Die verschiedenen Braun- und Goldtöne sehen aber auch sehr hübsch aus. Als ich vor 2 Jahren bei Johannes Janus war, hatte er gerade gemischte Truppen von Junghühnern herumlaufen und da befanden sich dann Bielefelder gemeinsam mit Sulmtalern, Sandschakkrähen und halbwüchsigen Marans in einem großen Freigelände. Es war echt ein toller Anblick. Dann machen wir nochmal einen Zeitsprung. Ich habe die Jungtiere dann auch im Sommer nochmal gefilmt, kurz vor der Legereife, als sie schon fast ausgewachsen waren. An den Junghühnern erkennt man jetzt etwas ganz gut, und zwar sollen die Bielefelder Hennen zum Hals hin und im Brustbereich keine Kennsperberung aufweisen. Da sind sie eher von so einem Kupferrot oder Braunrot
und eher einheitlich im Vergleich zum Rest des Gefieders. Ja, wenn Tiere so artgerecht aufwachsen mit so viel Auslauf im Grünen, dann können sie eigentlich nur zu gesunden, erwachsenen Hühnern heranwachsen. Und beim Johannes ist das im Sommer immer so eine Idylle. Er hatte damals auch noch die Kolmogory-Gänse, die im Hintergrund rumliefen. Mittlerweile leider nicht mehr, aber wen es interessiert, ich habe damals darüber auch eine Folge von Alte Nutzterrassen gedreht mit Thema Kolmogory-Gänse. So, wieder zurück zu den Bielefeldern. Schauen wir uns mal an, wie die eigentlich so zum Halten sind. Also die Haltung der Bielefelder ist denkbar unkompliziert, weil die Rasse einfach sehr ruhig und friedlich ist. Normal große Ställe reichen völlig aus, beachten muss man, dass die Tiere aber um einiges schwerer und breiter werden als das durchschnittliche Legehuhn. Bielefelder sind außerdem auch recht frosthart und haben keine übermäßig großen Kämme, die im Winter leicht Frostschäden bekommen. Gefährdet gegenüber dem Frost sind bei den Bielefelder Hähnen noch am ehesten die Kehllappen. Viele Bielefelder Hähne haben ausgesprochen große Kehllappen, das sieht man hier jetzt auch recht gut. Sieht schön aus, aber wenn ihr einen sehr kalten Stall habt, achtet im Winter darauf, dass es da nicht zu Frostschäden kommt. Weil die Bielefelder eben recht schwer sind, man kann sie getrost als Selbstversorger oder Zweinutzungsrasse bezeichnen, sollte man darauf achten, dass sie sich im Freigelände genug bewegen. So verfetten sie nicht so schnell. Das Verfetten kann sich nämlich auf die Vitalität der Tiere auswirken. Brütigkeit ist bei den Bielefeldern übrigens ein sehr seltenes Phänomen, das ist aber normal bei Rassen, die gut legen. Hier jetzt nochmal Bielefelder Eier. Haben in etwa die Optik von Hybrideiern, aber eben sehr oft diese Tüpfelchen, die man hier jetzt gut erkennen kann. Johannes hält von den Bielefeldern mehrere Stämme und das ist natürlich gerade wegen der genetischen Variabilität sehr sinnvoll und wertvoll. Wenn er dann mal eine fremde Henne in einen Stamm einbringt, dann kommt es auch bei den ruhigen und gemütlichen Bielefeldern mal kurzfristig zu Rangstreitigkeiten unter den Hennen. Also echt ein seltener Anblick. Da werden wirklich aus den ruhigen Bielefeldern plötzlich kleine Kampfhennen, aber das ist dann meist auch nach ein, zwei Minuten wieder vorbei. Und was ihr hier jetzt ganz, ganz gut erkennen könnt, dem Hahn passt das auch gar nicht, wenn sich die Damen streiten. Der versucht dann wirklich zu schlichten, geht immer hin und gackert sie vorwurfsvoll an mit so einem typischen Hahnenton. Und ja, also das renkt sich schnell ein. Wie ihr seht, hier ist auch genug Platz, dass die Bielefelder Damen sich da mal zanken können. Aber es freut mich einfach, sowas mal zeigen zu können. Die kennfarbigen Rassen sind momentan ja richtig im Trend und es sind mehrere Rassen im Umlauf, die man mit dem Bielefelder Kennhuhn verwechseln könnte. Darum möchte ich euch zwei davon jetzt noch kurz zeigen. Aus England stammt das Cream Leg Bar Huhn. Cream Leg Bars legen im Gegensatz zu den Bielefeldern türkisblaue Eier und sie unterscheiden sich schon anhand des Kopfes eindeutig. Sie haben nämlich einen Federschopf am Hinterkopf und dadurch einen Wickelkamm. Sie sind auch insgesamt leichter gebaut. Dasselbe gilt für die kennfarbigen Italiener, auch sie sind deutlich leichter, sie legen weiße Eier und die Kämme sind bei beiden Geschlechtern viel größer. Leider konnte ich von der Rasse bisher nur diese Junghähne filmen, die noch nicht ganz entwickelt sind. Ja, also ich denke, alles in allem konnte ich euch ein recht gutes, abgerundetes Bild von den Bielefeldern schaffen und das freut mich sehr. Ich wünschte, das wäre immer möglich bei den Porträts. Die Folge neigt sich dem Ende zu. Hat wieder total Spaß gemacht, hier zu filmen bei dir, Johannes. Dankeschön. Du hast ja auch eine... Die Tiere beim Johannes sind immer total ausgeglichen und ruhig. Wenn ihr jetzt noch weitere Informationen wollt, der Johannes hat auch eine super Homepage. Ich glaube, das ist die www.hühnernest.at. Ganz genau, ja. Mit UE. Hast auch die anderen Rassen alle? Da sind alle meine Rassen drauf vertreten. Zu jeder Rasse gibt es die Rasseinformationen, Fotos und Videos. Also schaut einfach mal vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Das Happy Huhn Buch kommt jetzt demnächst raus und für alle, die es innerhalb der ersten 2 Wochen lesen, gibt es dann ein großes Rätsel mit Fragen aus dem Buch und da könnt ihr zu jeder Frage einzelne Preise rund um die Hühner gewinnen. Also das wird sicher ganz cool. Ja, und beim Johannes war ich ja vor ein paar Wochen schon mal. Das war das Rasseporträt zu den Lachshühnern. Wenn ihr es verpasst habt, schaut es euch doch mal an. Ja, und abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr mich abonniert, bekommt ihr immer Benachrichtigungen, wenn ich neue Videos hochlade.